Hallo und herzlich willkommen bei Die Gaumenfreude. Heute möchte ich mit euch einen Tütensuppen-Nudel-Champignon-Auflauf machen. Ich habe dafür frische Champignons hier, die ich jetzt schon mal in Scheiben geschnitten habe. Dann braucht ihr eine Tütensuppe, 400 ml Wasser, etwas Sahne und das war's. Falls ihr sonst keine Champignons zu Hause habt, könnt ihr auch Champignons aus der Dose nehmen, das ist gar kein Problem. Und dann geht es auch direkt los mit dem Anbraten. So, hier haben wir die angebratenen Champignons. Ich habe mir in der Zwischenzeit eine Auflaufform rausgesucht und 150 bis 200 Gramm Nudeln abgemessen. Nun kommt zu unseren Champignons 400 ml Wasser. Und 100 ml Sahne. Das müssen wir dann mal ein bisschen umrühren. Dazu können wir jetzt eine x-beliebige Tütensuppe Champignoncreme nehmen. Das dann natürlich schön einrühren und schön aufkochen lassen. So, meine Champignonsuppe ist soweit. Die war eben noch gerade am Kochen und jetzt können wir die natürlich zu unseren Nudeln geben, die wir ja schon in die Auflaufform getan haben. So, dann müssen wir das natürlich ein bisschen glatt streichen, weil jede Nudel soll möglichst mit unserer Soße bedeckt sein. So, noch ein bisschen Käse darüber, das habe ich auch gerade noch ein bisschen gemacht. Und dann natürlich ab in den vorgeheizten Backofen. Und dann heißt es natürlich wieder warten. So, hier haben wir unseren Champignon-Nudelauflauf, den ihr nach 25 Minuten soweit haben solltet. Die Nudeln sollten jetzt eigentlich auch schön weich schon sein. Sonst müsst ihr einfach nochmal 2-3 Minuten länger warten. Je nach Nudelsorte kann das natürlich länger dauern. Und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Bis dann.